Hallo zusammen, ich bin David von der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik und wir wollen euch heute mal ein paar Gesichter zeigen, aber auch eben kurz was über die Fachgruppe erzählen und da fange ich dann direkt mal mit an. Die Fachgruppe ist quasi innerhalb eines Studiengangs ein Gremium, was zum einen sich auch um politische Aspekte kümmert, aber zum anderen, und das finde ich persönlich viel wichtiger, sind wir erste Ansprechpartner für die Studierenden und sorgen auch eben dafür, dass neue Studierende schnell Anschluss finden in diesem Studium. Und das ist eben genau das, was mir auch zu Beginn meines Studiums am meisten Angst gemacht hat, dass ich einfach keinen Anschluss finde. Aber da braucht man sich vor allem bei uns hier bei der Wirtschaftsinformatik und eben auch bei der Informatik keine Sorgen machen, weil wir wirklich super Programme immer zu Beginn des Semesters haben und die Studierenden sich immer total gut in Gruppen zusammenfinden und dann halt auch eben das Studium gemeinsam bewältigen können. Und genau, jetzt erzählen die anderen vielleicht noch kurz was zu sich selber und warum die sich für den Studiengang Wirtschaftsinformatik entschieden haben. Ich bin Janine, ich studiere im dritten Semester im Bachelor Wirtschaftsinformatik und bin das jüngste Mitglied der Fachgruppe. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, da ich die Schnittstelle zwischen Mathematik, BWL und Informatik mega interessant finde. Wir modellieren unter anderem Geschäftsprozesse und schauen, wie die in der Informatik Platz finden. Hi, ich heiße Timo und studiere seit einigen Semestern Wirtschaftsinformatik an der TU Braunschweig. Und was mich dazu bewogen hat, sind insbesondere verschiedene Interessen, die ich in genau diesem Studiengang wiederfinden kann. Ob das nun generell die Digitalisierung ist, Smart Home Anwendungen, soziale Netzwerke, E-Commerce im Sinne von Internet Shopping und so weiter und so fort. Also alles brandaktuelle Themen, die uns im Alltag begleiten und vermutlich auch noch lange, lange begleiten werden. Dazu kommen Aspekte der Wirtschaft, der reinen Informatik. Was hat es eigentlich mit dem Programmieren auf sich und wie funktioniert das Ganze? Was sind Datenbanken und wie geht man damit um? Und so weiter und so fort. Super Nebeneffekt ist, dass man viele Gleichgesinnte kennenlernt, neue Freunde findet, mit denen man durchs Studium gehen kann. Und so nicht nur drüben Lern, Stress und Klausuren schreiben hat, sondern auch ganz viel Spaß haben kann. In diesem Sinne, bleibt gesund. Hallo, mein Name ist Chiara. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, weil es ein Bereich ist, der ganz viel Zukunftspotenzial hat. Außerdem interessiere ich mich auch für die neuesten Technologien. Außerdem bin ich auch Mitglied der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, weil es mir ganz wichtig ist, mich während meines Studiums mit meinen Kommilitonen zu vernetzen. Gemeinsam kann man einfach viel besser und effektiver lernen. Und so ist es auch ganz wichtig, uns während der Pandemie zu vernetzen. Wir treffen uns regelmäßig online zu unseren Fachgruppentreffen, um trotz der Pandemie in Kontakt zu bleiben. Auch einfach, weil es total wichtig ist und das würde ich auch jedem anderen ans Herz legen. Also vernetzt euch. Moin, ich bin Julius und studiere Wirtschaftsinformatik, weil mich besonders die digitale Transformation in Unternehmen interessiert. Zum Beispiel, wie mithilfe von Software Prozesse optimiert werden können. Wir Wirtschaftsinformatiker haben oft die Rolle, diese zu erkennen und geeignete Lösungen zu finden. Zur Fachgruppe bin ich gekommen, weil wir die ersten Ansprechpartner für Studierende des Studiengangs sind und mir der Kontakt zu anderen Personen sehr viel Spaß macht. Wenn ihr Fragen rund ums Wirtschaftsinformatikstudium habt, könnt ihr uns gerne über Instagram kontaktieren. Wir freuen uns über eure Nachricht.